Hi Leute, hier ist der Murdoch vom Darmclan und das wird mein zweites Video sein, wie ihr sehen könnt. Und zwar wollte ich mich erstmal für das Feedback bei Games of Red Roll LP bedanken. Naja, gut, teilweise war mein erstes Video nicht wirklich locker, was ich, naja, ich würde sagen, es lag daran, dass ich einfach nicht weiß, wie, in welcher Beziehung, sag ich mal, der Joker und der Apfelmus zu ihren Namen stehen. Und aber ich wollte es halt einfach mal sagen, dass ihr halt seht, was wir für eine Beziehung zu den Namen damit dazu haben, beziehungsweise was wir darunter verstehen, wie wir das Ganze sehen. Jo. Ich werde halt in dem Video über allerlei Sachen erzählen, die mir jetzt momentan spontan einfallen. Gut, zwei, drei Sachen habe ich mir einfach notiert, damit ich die nicht vergesse. Ich bin da ja so ein Typ von, dass ich mal rucki-zucki was vergesse, was ich eigentlich gerade eben noch sagen wollte. Und damit das nicht passiert und das Ganze in zig Schweigeminuten ja, verfällt, habe ich mir das mal aufgeschrieben. Im Hintergrund seht ihr zwei Runden von, nee, eine Runde Battlefield Bad Company 2 auf der Map Cold War, möchte ich sagen. Ich weiß es nicht genau. Als Medic, überwiegend als Medic, auch mal, glaube ich, als Pionier. Mit dem MG36, beziehungsweise mit der Scar-H. Ja. Und zwar möchte ich euch jetzt erzählen, wie es weiterhin ablaufen wird, wie ich die Videos hochladen werde, in welchen Zeiträumen, ob es bei mir bestimmte Daten, also ein Datum gibt, wenn ich das immer hochlade. Und da kann ich euch schon mal gleich sagen, da werdet ihr keine Regelmäßigkeit erkennen bei mir. Wie jetzt in dem Video auch schon. Eigentlich wollte ich, oder ich hatte es eigentlich schon gesagt, dass ich viel eher hochladen werde. Sorry, nochmal ein Apfelmus. Aber ich bin ehrlich gesagt eher so ein Typ für, ich mache sowas spontan, so wie ich lustig bin. Wir haben ja drüber gesprochen, wie es weiterläuft mit dem Darmclan. Wir haben alle meinen, oder Apfelmus, Joker, naja, der Apfelmus hat es ja so oder so schon gemacht, aber der Joker und ich, dass wir weiterhin dabei sein werden. Klar, ist auch, also klar, wir werden weiterhin dabei sein, aber ich werde nicht gezielt auf irgendwelche Tage, Monat ein Video rausbringen. Das wird bei mir nicht passieren. Ich mache das so, wie ich lustig bin. Ob ich Spaß dran habe, also ob ich denn in dem Moment Spaß habe, Bock habe, das Ganze zu machen. Weil meistens wird es ja dann auch eigentlich recht gut. Und jetzt habe ich halt mal Lust zu. Jo. Und weiterhin werdet ihr, denke ich mal, Commentaries oder Let's Play together mit dem Joker oder dem Apfelmus sehen. Eigentlich haben wir da noch eins auf Lager mit dem Apfelmus. Das wollten wir eigentlich in die Rubrik Let's Fail together bringen. Aber, ja, weiß nicht. Er hatte nicht ganz so eine Lust oder ich glaube, da waren ein paar Fehler drin. Aber wir müssen es halt nochmal machen. Ich glaube, wir haben auch nicht mehr die RAR-Dateien. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht kommt es hoch, vielleicht auch nicht. In naher Zukunft wird, denke ich mal, aber eher so ein Let's Play Together oder ein Commentary mit dem Joker rauskommen, wo wir über Gott und die Welt reden werden. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich über, ja, weiß ich nicht. Ja, doch über alltägliche Sachen oder wo wir noch zusammen in einer Klasse gegangen sind, sind wir halt früh immer zur Schule gefahren mit Fahrrad. Und da ist sehr viel Scheiße passiert. Vielleicht berichten wir mal darüber. Also wir werden uns da sicherlich wegschmeißen vor Lachen. Jo. Ja, Business, was wird dann? Ja. Dann würde ich euch mal erzählen oder erzähle ich einfach mal, was ich noch so zocke, auf welche Spiele ich so stehe. Überwiegend sind es natürlich Shooter wie Battlefield. Bad Company 2 habe ich, 1942 habe ich.
Battlefield Heroes habe ich eine Zeit lang gezockt, weil ich noch nicht alt genug war, um an Bad Company 2 zu kommen. Und da hat mir ein Kumpel vom Apfelmus geholfen, der war halt schon, ach nee, da war ich noch nicht 18, so. Und der Kumpel war halt schon 18. Und jedenfalls, damit hat das Ganze angefangen. Davor hatte ich Battlefield Heroes gezockt, was eigentlich echt Laune macht, so zumindest die ganzen Videos. Die Musik dazu fetzt, finde ich, und diese Tipp des Tages. Und da war mal ein geiler Tipp dabei. Da ging, glaube ich, na, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, irgendwie bring deinen Gegner mit Würde um und überfahr ihn oder irgendwie sowas mit den Jeeps. Und dann fliegen die Mannekicken ja halt so schön weg und sind schon geile Sachen dabei. Ja, weiter ging es halt nach Bad Company 2 mit Battlefield 3. Und da bin ich jetzt eigentlich, sag ich mal, so stehen geblieben, weil Battlefield 4 schafft, denke ich mal, meinen Laptop nicht wirklich. Und mir reicht auch Battlefield 3 eigentlich vollkommen aus. Das Ganze, was du da verändern kannst an der Welt, welche Funktionen du hast, was du alles für eine Scheiße da machen kannst. Obwohl die allerdings bei Bad Company 2 viel besser ist. Reicht mir das eigentlich auch bei Battlefield 3. Ja, aber also Battlefield hat eigentlich auch Call of Duty bei mir so größtenteils abgelöst. Zumindest wenn ich Zeit und die Nerven dafür habe zum Zocken, dann bleibt es auch eher bei Battlefield 3 oder Bad Company 2. Wenn ich aber schnell mal so 10 Minuten zocken will, dann greife ich auf Modern Warfare 2 zurück. Ja, wie in meinem ersten Video schon gesagt, haben wir halt mit Call of Duty 2 angefangen, über Modern Warfare 1. Was kam dann? Dann habe ich mir legal geholt, Black Ops? Ja, Black Ops 1. Und letzten Endes MW2, weil ich die ganzen, alles was nach, also eigentlich war ich schon mit Black Ops 1 nicht wirklich zufrieden. Und die anderen Sachen habe ich bis jetzt auch nicht wirklich viel Gutes gehört. Sei es Modern Warfare 3, gut, Black Ops 2 sagen einige, es soll noch gut sein, aber habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr weiterhin solche, sorry, Games zu holen. Ja, also wie gesagt, dann habe ich mir halt MW2 geholt und wenn ich mal so halt ein paar Minuten zocken will, dann nehme ich MW2 in eine Runde durchgezockt. Ja, einen relativ guten Rang da ergattert, meistens unter den besten zwei und dann einfach wieder raus, irgendwas anderes machen, wenn ich dann mal wieder Bock habe, dann nochmal 10 Minuten oder so. Ja, einfach nicht dieses exzessive Zocken. Ich meine, ich komme eh erst so ab 3, 4 nach Hause. Wenn ich dann wirklich 1 oder 2 Stunden davor sitze, dann ist der ganze Tag so dermaßen verschenkt und das muss ich auch nicht haben. Jo. Wenn ich mal keine Lust haben sollte auf Ego-Shooter, dann greife ich eigentlich auf Strategiespiele zurück wie Anno und naja, SimCity ist ja in dem Sinne auch ein Strategiespiel. Jedenfalls, ja, Anno. Da habe ich mir geholt mal Anno 1503 und Anno 1404. Anno 1503 war an sich schon cool, aber du bist halt egal wie pleite gegangen. Oder du hast halt richtig gut gehandelt, in denen du Ressourcen hattest und all sowas. Aber das wurde mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu doof. Da war ich nicht ausdauernd genug oder. Ja, ich bin halt nicht so dieser Händler, kann man sagen. Ich bin eher so ein Arbeiter, also der viel machen will, arbeiten will, mit der Hand irgendwas einfach. Was machen, produzieren, irgendwie so in dem Sinne. Jedenfalls, dann bin ich halt zu Anno 1404 gekommen, wo man ja auch Steuern einnimmt und so. Und dadurch funktioniert das Ganze schon besser. Und was mir eigentlich auch richtig viel Spaß gemacht hat, Anno 1404, kann ich auch eigentlich nur, also kann ich echt weiterempfehlen. Ist echt eine geile Version von Anno. Jo, eine Zeit lang habe ich auch Assassin's Creed 2 gezockt. Macht auch mal Spaß, so wenn man ja halt dieses ganze Jump'n'Run.
Zeug und heimlich von Leute ermorden, alles und Zeug. Oder SimCity oder die Sims 2 habe ich auch gehabt, aber das habe ich eigentlich eher so gezockt, wo ich kleiner war. Häuser bauen, halt wieder irgendwas bauen, erschaffen. Ja. Und. Ach ja, was ich in dem einen Video auch, also in meinem ersten Video auch erzählt habe, dass wir, also dass der Joker und ich zusammen immer Star Wars Battlefront gezockt haben. Vielleicht kommt da mal ein Commentary von uns beiden raus oder ein Let's Play together, wo wir irgendeine Scheiße machen. Mal schauen, welches Battlefront wir nehmen. Ja, also der Joker hatte Battlefront 1, das habe ich mir immer von ihm ausgeliehen. Aber dann wollte ich mal unbedingt mit Jedi zocken, also habe ich mir Battlefront 2 geholt. Ja, und dann haben wir das mal so gezockt und werden wir, also werdet ihr ja sehen, welches von den beiden Sachen da rauskommt. Ja. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so zockt, was ihr mir empfehlen würdet oder uns. Muss sagen, ich stehe auch echt mal auf Spiele mit richtig geilen Stories, wie in so einem Film, wo das Ganze so richtig abläuft, wo auch ein bisschen Verschwörungszeug und alles sowas mit drin ist, finde ich ehrlich gesagt auch ganz cool. So, ja, wie manche Serien. Ich gucke zum Beispiel als Serie gern, fand ich richtig cool, war Lie to Me, wo halt ein, ja, was ist der? Der ist, naja, Doktor ist der, glaube ich. Ja, also, Doktor in Geisteswissenschaften, möchte ich sagen. Und der erkennt anhand der Gesichtsmimik, also wie man spricht, wie der Körper sich bewegt, die Muskeln, ob da irgendwelche Anzeichen sind, erkennt er halt, ob man lügt oder nicht. Und das ist ja auch wirklich bewiesen, dass man, ich meine, so extrem wie in der Serie geht es halt nicht, aber solche grundlegenden Sachen, wohl doch, also wie man lügt und so, kann man echt erkennen daran. Und solche Sachen finde ich halt echt cool. Oder was war das noch? Ja, The Walking Dead war eigentlich auch ganz cool. Aber hat mich jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht ganz umgehauen. Ja. Und wenn ich halt mal nicht zocke oder ja, die Zeit totschlage, den Tag totschlage, habe ich auch noch andere Hobbys, und zwar fahre ich echt gern Motorrad. Also besonders Enduro Motocross. Und jetzt ist ja auch, also ich nehme das Video jetzt ja, am 12.02. auf, und momentan ist ja auch wieder echt schönes Wetter in der Lausitz. Und hat man echt Bock draußen zu fahren, und ich trainiere jetzt momentan auch wieder mehr gerade Oberarme, Handgelenke, alles sowas. Es geht so dermaßen drauf, wenn man, also es tut richtig weh, wenn man halt Motorrad fährt, und um das ein bisschen abzustellen, daher werde ich eher jetzt die Zeit dafür opfern, anstatt für Videos. Und damit ihr es einfach nur wisst, habe ich jetzt nochmal das Video gemacht. Ja. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so. Schreibt einfach alles in die Kommentare, was euch einfällt. Ja, was macht ihr so für Hobbys? Was könntet ihr noch so empfehlen? Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Fußball gespielt. Aber um ehrlich zu sein, gibt mir das nicht mehr, weil man letzten Endes ja auch nur voll genötigt wird, wenn man Fehler macht, obwohl man selbst weiß, wie man Fehler macht, anstatt zu einem zum Beispiel sagen, wie man es besser machen kann oder ja, irgendwie solche Sachen. Klar, Teamsportarten sind auch wichtig, um diese Teamfähigkeit zu lernen. Aber letzten Endes, aus sportlicher Sicht, ist halt Motocross schon, also in meinem Sinne jetzt, finde ich es schon besser, weil man einfach, weil man sich selbst mehr pusht. Man lässt sich nicht von anderen so dermaßen runtermachen oder wird nicht so voll genötigt, wenn man was falsch macht. Man sieht es ja letzten Endes
wo man mitfährt, in welchem Feld, zum Beispiel beim Motocross, ob man nun in der Mitte ist oder weiter hinten oder so. Daran erkennt man ja, ob man nun Leistung bringt oder nicht. Und dementsprechend muss man trainieren. Man muss einfach nur richtig dahinter stehen. Ja. Ja, was wollte ich noch so sagen? An sich. Finde ich auch ganz cool, wenn man so in. Naja, jetzt spreche ich über Enduro. Jetzt muss ich erstmal wieder einen Weg zurückfinden zum Zocken irgendwie oder zu meinen Themen. Ja. Genau, Videos. Komme ich mal daraufhin zurück. Und zwar nehme ich ja auch erst jetzt seit kurzem auf. Und zwar, weil ich halt jetzt eine Wohnung habe in Cottbus. Und da geht mir halt mein Vater und also meine Eltern nicht so auf den Zeiger. Die sind halt richtig dermaßen dagegen gegen Ego-Shooter und alles sowas. Und ja, kann ich auch verstehen, weil letzten Endes, gut, du lernst mit dem Computer umzugehen, aber wenn es im Alltag drauf ankommt, hilft es dir auch nicht so dermaßen weiter. In meinem Sinne jetzt halt zumindest nicht. Jedenfalls, ja, habe ich jetzt die Möglichkeit, besser Videos aufzunehmen, so. Sorry. Ja. Und ich habe jetzt einfach mehr Zeit, Ruhe, so das Ganze zu machen. Ihr werdet, denke ich mal, auch nicht so wirklich Videos von mir sehen, so ein Live-Commentary, wie ich zocke, weil ich einfach ein recht naja, ruhiger Typ bin. Ich halte einfach die Fresse beim Zocken. Ich muss mich darin konzentrieren. Muss nicht. Gut, manche Sachen kommentiere ich, aber das ist eigentlich erst dann nur die Grille zirpen. Ja. Aber wenn ich mal halt zum Beispiel mit anderen zusammen zocke, dann gebe ich schon mal ein paar Töne von mir. Und vielleicht kommt dann mal ein Video von mir da hoch. Jo. Da fällt mir ein, da ich halt jetzt in einer, naja, kleinen Großstadt wohne, geht's mir schon nicht mehr echt auf den Zeiger und meine Eltern wohnen ja auf dem ländlichen oder ich bin ja eher auf dem ländlichen aufgewachsen. Und dann einfach um runterzukommen, mache ich auch gerne Fotos, so Landschaftsfotos, naja, Makrofotos nicht so doll, aber auch. Und von Tieren halt. Ja. Einfach um dem Großstadtfeeling so ein bisschen zu entfliehen, weil hier hetzen echt alle Leute durch die Straßen, haben keine Zeit mehr. Sogar die Rentner, was ich echt extrem finde, haben schon keine Zeit mehr und das nervt echt manchmal, wenn man einkauft oder so. Ich meine, wenn ich sage, ich muss einkaufen, ja, dann muss ich halt genügend Zeit dafür, sag ich mal, einberechnen, dass ich weiß, ja, das könnte auch ein bisschen länger dauern oder so. Kann ich nicht verstehen, was sich da manche denken. Gut, wenn sie noch was vorhaben und die müssen mal schnell was einkaufen. Okay, sag ich nicht. Aber jetzt Rentner, okay. Geht gar nicht, finde ich. Aber ich denke mal, es wird euch jetzt nicht weiterhin so interessieren, also werde ich mal einfach weiterreden. Ein anderes Thema oder so. Jo. Das Video ist auch eigentlich gleich zu Ende. Also, wie gesagt, jetzt zum dritten oder vierten Mal. Aha. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, was ihr jetzt noch vielleicht besser machen würdet oder was habt ihr so für Hobbys, worüber kann man reden oder worüber soll ich mal meine Meinung sagen und was zockt ihr noch so, was ist empfehlenswert? Das Ganze drumherum halt. Und dann werden wir uns vielleicht bald wiedersehen. Ja. Und jetzt muss ich überlegen. Ja, nebenbei läuft noch ein bisschen die Glotze auf stumm geschalten. Gucke ich gerade die Simpsons. Das lenkt mich ein bisschen ab. Doof von mir nur.
Ja. Aber egal. Jetzt ist ja das Video eh gleich vorbei. Also dann. Ciao, ciao. Und schreibt was in die Kommentare.